andere Darlehensdruck zu bezahlen. Oh, dann können wir jetzt Friedensschluss machen. Ja, das sieht schon mal deutlich besser aus, Kian. Aber du musst immer noch in Ostasien Vladivostok dir holen. Da ist es an der Zeit. Es ist irgendwie ein wunderschönes Gefühl, auf der Technologiekarte hellgrün zu sein. War es auch ein schönes Gefühl zu wissen, ich bin gar nicht mehr so schlecht, was Diplomatie-Technologie angeht. Ja. Übrigens, Alicia, du hast spanische Partikularisten in Gibraltar. Kann mir egal sein. Sind spanische Partikularisten keine Nationalisten, also. Ich sag wirklich irrelevant. Stark durch, sag's mal. Aber ich habe die gesamte Iberische Halbinsel im Gebiet von Interesse markiert. Hm. Dann noch mal das hier. Ah, ist jetzt nicht so schneller. Ich finde es auch bescheuert, dass ich hier Ansprüche in Indien habe. Okay. Also ich glaube, bis ich da irgendwas machen kann, habe ich schon gleich alles andere erobert. Da müsste ich eigentlich wirklich durch dich irgendwie durch, was auch... Naja. Eher so weniger, ne? Jetzt so. Warum? Geh doch. Das muss man noch wollen. Ich will nur so an für Krieg kommen. Könnte sogar die Provinzen, die ich in Großbritannien erobert habe, einem neuen Staat zufügen. Leute. Okay. Oh, endlich die Rebellen so ein bisschen unter Kontrolle. Ja, hier für dich, Onkel. Mal Anfang von der Operation Clean Border. Okay. Was habe ich da jetzt gekauft? Eine Provinz im ehemaligen Gebiet von Tunesien. Ist das nicht am Anfang unbesiedelt? Ja. Also. Ich bin mir nicht sicher, warum das jetzt Clean Border ist, aber okay. Weil es eine Provinz ist, die in der Region bei dir liegt. Also. Und was will ich mit der einzelnen Provinz dann? Die nervt nur die ganze Zeit mit Pop-Ups. Jetzt hat euch schon die Sahara aufgeteilt. Ja. Man muss ja nicht zu groß aussehen auf der Map. Das kommt doch, wenn ich irgendwann mal bei Swahili anfange. Das heißt, killbar. Du sagst also ganz schnell nach da unten expandieren. Mit aller Gewalt. Du, nicht böse Gott, aber ich glaube nicht unbedingt, dass du schneller wärst als ich, wenn ich wirklich wollte. Oh, ich habe eine Frage. Kannst du Kotte, also die Malediven, zum Vasall kriegen? Diplomatisch, nur so als Frage. Kotte? Malediven. Gib mir mal einen Provinznamen, dann finde ich es schneller. Malediven. Also, ja. Die Malediven halt. Südöstlich von Sri Lanka, südwestlich von Sri Lanka und südwestlich von Indien. Na, die meckern immer noch wegen Entfernung der Grenzen.
66 Schade. Zu minus 144. Ja, aber die können es eigentlich auch einfach erobern. Die haben eine gute Provinz. Ja, könnte man. Kommt vielleicht noch. Und dann muss natürlich noch in Indonesien ein bisschen mehr annektiert an Sachen. Du, eins nach dem anderen. Armeen hin und her schieben durch die ganze Welt braucht seine Zeit. Ja, und ganz wichtig ist halt, dass die Kohleprovinz dir in Südafrika schnappst. Gab's da irgendwo einen? Schnapp dir doch endlich mal. Jetzt tu doch endlich mal was Frankreich. Heilfeld. Ach, da bin ich schon dabei. Ja. Gar nicht mehr daran gedacht, dass es tatsächlich eine gibt. Ah gut, die ist so weit unten, dass sie normalerweise von einem Europäer genommen wird, ne? Ja, und die und Hongkong, du hast auch eine Kohleprovinz. Hab ich das? Ja, und zwar nördlich von Teheran, am Kaspischen Meer. Aber ja, ich glaube, was Kohleprovinz angeht, kann mich niemand mehr einholen. Business hier. Naja, du hast ja die gesamten Regionen gefressen, wo es die gibt. Und hab schnellen Zugriff auf die nächsten Regionen, wo noch welche sind. Ja. Sprich das Heilige Römische Reich. Genau. Ja, finde ich nicht. Egal, passt schon. Ist doch eh nicht wichtig. Nicht wirklich, ne. Industrialisierung kommt erst noch in 100 Jahren. So, danach erobern wir mal das afrikanische Kuba. Und sich halt nur ein wenig durchfressen, dass du auch Kilra platt kriegen kannst. Auch du, Kilra- das geht recht leicht. Wieso ist Kilra mit den Timuriden verbündet? Wer? Kilra. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben. Okay. Könnt ihr euch natürlich absprechen, dass Russland, die Mamluken und Mali gleichzeitig die Timuriden angreifen? Timuriden sind meine einzigen brauchbaren Verbündeten. Ich kann die nicht angreifen. Können schon, wollen ist die Frage. Ja, das und kann ich nicht annehmen. Und brauchbar werden die würde ich auch nicht mehr, wenn ich Samarkand... Da habe ich zu viele Beziehungen. Okay. Ja, aber wenn das mit den Mamluken, mit den Timuriden auflöst, ist nicht mehr zu viel Beziehung. Doch, ich habe Staatsehe. Ah. Über diese blöden Ehen. Ja, was soll ich machen? Brauchst du irgendwo die Frauen für deinen Harem her? Ich meine, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Deine Herrscher sind doch eh jedes Mal Sklaven. Hallo, hier wird fair und ehrlich gewählt, ja. Mhm. Auf einer Liste von 4 Personen. Also eine sehr lange Liste. Ja, aber willst du nicht übertreiben. Es kommt ja auf die Qualität an, ne? Also aufs Aussehen. Ja. Diese scheiß Rebellen jetzt endlich mal aufhören. Es sind Rebellen, die sind vertraglich dazu verpflichtet, einem auf die Nerven zu gehen. Weißt du, eigentlich ist es kein Wunder, dass ich so viele Sklaven zu verkaufen habe. Das halbe Kongo-Gebiet ist auch wieder nur Sklaven. Ja, also ich halte mich aus dem Sklavenhandel komplett zurück. Ja. Wenn ich irgendwann Madagaskar erobert, das Ding ist auch quasi nur ein Sklavenhaufen. Ja, also. Aber was haben wir auch schon eine schlimme Sache, das ist das Spiel, das du darstellst? Ja. Schon. Nett. Alle Tuareg-Provinzen für 10 Jahre plus minus 2 Unruhen plus 10% Produktionseffizienz. Ja, Produktionseffizienz ist immer gut. Ja, da sag ich nicht nein. Apropos, ich könnte mal gucken, wie es aussieht mit den akzeptierten Kulturen. Ja, ich würde ja gerne eine 5. akzeptieren, kann es aber nicht. Nicht die diplomatischen Punkte. Ich bin ja zum Glück kaiserreich. Es ist halt überhaupt nicht teuer, ne? Du, ich bin auch ein Kaiserreich, aber ich habe halt nur meine Gruppe anerkannt. Was effektiv eigentlich nichts ist. Yay. Yeah. Ich habe 10 anerkannt, weil ich Kaiserreich bin. Ich weiß nicht, wie sie das ändert, wenn ich irgendwann mal Ägypten und Arabien gründe.
Ja gut, ich habe 5 anerkannte Kulturen. Weil ich kaiserreich bin. Weil meine Kulturgruppe so scheiße winzig ist. Ja, übrigens auch die quebeckische Kultur anerkannt. Die existiert zwar nicht, aber die habe ich anerkannt. Einfach weil es geht. Ja, einfach weil die in der Liste drin ist. Geh. Wo Krieggewinnen, wie sieht denn das aus? Baut diese Provinz mit Getreide. We need more food. Ja. Ich werde alle Provinzen mit Getreide erobern. Und wer dann Brot haben will, der muss teuer bezahlen. Das ist okay. Meine geheime Strategie. Das könnte funktionieren. Ich glaube, das gibt das Spiel nicht her, aber okay. Ach, positiv denken. So, wie lange dauert denn das Wasser? Das liegt denn noch 52, das sind nur 8 Jahre. Ja, ich glaube, es wird heute nicht mehr fertig. Weißt du, ich krieg einfach von Via Yangar die Event-Nachrichten, wenn sie Krieg erklären wollen oder so, wegen Herrschereigenschaften. Ja, den krieg ich nicht, weil es zu weit weg ist. Ja, ich bin halt irgendwie so halb nebendran, ne? Mhm. Und wieso hat Hadramut sich eigentlich die Kohleprovinz da gesichert? Ein Zack, die Kohleprovinz gehört zu Mamelucken in Indonesien. Was? Indonesien? Du hast dann untertan hat Indonesien eine Kolonialprovinz. Echt? Der hat sich irgendwo rüber kolonisiert? Ja, und ist gerade auch bei den Gewürzinseln dabei. Tatsächlich? Lol. Das stimmt, das war diese Insel. Oder den Typen, den ich integriert habe, weil ich gedacht habe, das wäre nur die eine Insel und habe komplett den Landabschnitt übersehen. Aber hey, warum nicht? Ja gut, das kann Probleme geben. Nö, das passt schon alles. Auch toll. Aha. Doch toll, wenn man Vasall was macht. Ich muss nur den anderen integrieren, damit der nicht mehr so aufsässig ist, alles hier. Und dann... So, man könnte den Osmanen überhaupt wieder angreifen. Weißt, es ist ja schön, dass eine hohe Pietät, Steuer in einem Rekrutenreserve und bessere Tech-Kosten gibt. Aber eigentlich brauche ich bis auf die Rekrutenreserve gerade nichts von dem Boni. Ja, du brauchst halt null geringe Korruption, dass du dir das noch mehr Geld scheffeln kannst. Wie wär's mit null Korruption? Nein. Ich meine jetzt, du kannst ja Korruption reduzieren. Ja. Gute Korruption. Aber ich meine, die 800 Dukaten extra. Wow, Portugal schafft sogar in Südamerika Sachen zu erobern. Was? Unmöglich, sofort töten. Das Spiel gleich asynchron oder sowas. Okay, englische Separatisten nerven. Ich habe legit eigentlich fast so ziemlich jeder Provinz, die irgendein wertvolles Handelsgut hat, das schon die Manufakturen stehen. Ja. Mal sehen, ob es bei dir auch spawnen wird oder nicht. Ist ja bald. Ah, wunderbar. Also am Mangel an Manufaktur wird es bestimmt nicht liegen. Ja, habe ich leider nicht so viel bauen können, aber müsste auch erstmal reichen. Gut, ich meine, wenn ich wollte, könnte ich auch noch die, wie gesagt, auf die für Sklaven machen, aber... Hallo, Sklaven? Ja, ich weiß halt nicht, wenn das irgendwann umswitcht dann zu was anderem, zählt es dann trotzdem noch die Manufaktur oder wird es abgerissen? Ich glaube, die wird abgerissen. In seltenen Fällen wird aber auch die Manufaktur ersetzt, aber auch nur in seltenen Fällen. Ja, nein. Einfach nicht aufhören mit der Sklaverei. Stell doch nicht so an. Nö. Nimm die scheiß Sklaven, habe ich gesagt. Nö. Kann ich einmarschieren, nicht dazu zwingen, Sklaven zu nehmen? Du kannst es probieren. Ob es dir gesundheitlich hilft, ist die andere Frage. Moment, wenn ich Sklaven verkaufe und du den Sklavenhandel abschaffst, habe ich dann nicht einen Handelskriegsgrund gegen dich? Keine Ahnung. Ich finde, das sollte ich dann haben. So, wie lange dauert denn das noch? Bis Ende 46. Ah, leck mich doch.
Galicien ist Teil von Frankreich. Yay. Ah, Nationalbank zahlt Dividenden aus. Her mit dem Rubel. Ah, ich auch gerne. Rubel. Hast du ja, ein schneller Geld? Taui. Ist Rubel überhaupt richtiges Geld? Nein, doch, es ist kein Klopapier. Stimmt, Klopapier kostet Geld, ne? Yep. Wie viel Rubel bekomme ich denn für Klopapier? Wahrscheinlich genug, um auszureisen. Warum verliere ich auch Stabilität, wenn ich Ägypten gründe? Was soll der Unsinn? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Die Antwort ist Weilbaum. Wahrscheinlich. Das Land existiert doch gar nicht mehr, oder? Was ist das Baumland? Gibt es nicht irgendein Land in Afrika, das Baum oder so heißt? Nee. Okay. Ich muss unbedingt die Infrastruktur in Mailand erweitern. Wieso? Mailand, der Dom, bringt ja bald plus 75% lokale Steuern. Nein, meine Goldmine ist erschöpft. Und Infrastruktur erweitern bringt auch plus Steuern. Nett. Aber gut, dass du mich dran erinnerst, da kann ich das auch mal bei meinen Goldminen machen. Was sehr schön. Eine Goldminen zählt nicht zu steuern. Aber, Ja, aber ich habe genug anderen. Ja. Aber ich habe genug anderen Development dabei, dass es wieder was bringen könnte. Ja, aber Goods Produce ist glaube ich auch mit dabei. So könntest du sogar auch mehr Geld dadurch machen. Probieren wir es doch einfach. Oh, Podcast in Australien angekommen. Nicht lange. Ne? Aber wenn ich mit dem Cup fertig war, wollte ich eigentlich darüber. Ja. Die haben von Osten angefangen zu kolonisieren. Och, war absolut bescheuert. Naja, gut, wahrscheinlich hatten sie keine andere Möglichkeit hinzukommen, ne? Ja. Oh, was? Okay, Creek wurden gegründet gerade. Ja. Okay. Ich habe gerade nur gesehen, da hat sich eine Farbe plötzlich geändert in Nordamerika und ja. Hm. Wann jetzt die? Ja, braucht eh keiner. Ich sehe die nicht mal richtig Nordamerika. Ah, warte mal, so. The Anilco Federation, was? Den ignorieren wir große, die Reiche dort sind. Könnte wahrscheinlich eine gute Idee sein. Was passiert da in Amerika? Ich sehe es nicht richtig. Also Nordamerika sehe ich nicht so richtig. Ja, das ist eine richtig große einheimische Reiche. Moment, das hatte ich in der letzten Runde doch schon. Nicht wundern, ich mache weiter mit Clean Borders. Oh, jetzt habe ich Schulden. Übrigens, wir haben in Indien jetzt Dekan. Mhm. Also wir haben einen gegründeten Tech. Ja, und die machen Vijayanagar platt. Und die möchten ein Bündnis mit mir. Warum auch immer, ne? Ja. Ist ja nicht so, dass ich plus 5 dynamische Reputation hätte. Ah, perfekt. Können wir Osman wieder angreifen. Aber nur, dass ich weiß, dass ich dich nicht in Schulden stürze, Honky. Hast du gerade Geld oder hast du Schulden? Ich habe gerade einen Kredit aufgenommen, weil ich angenommen habe, aber... Das korrigiere ich gleich. Oh, warte mal kurz den Osman hier. Okay. Dann kannst du weitermachen mit was auch immer du da tust. Dir noch 5 Provinzen verkaufen. Ich hoffe zumindest, dass der Osman mir genug Geld gibt. Wieso hat er noch so eine große Armee? Ich sehe gerade, ich habe den Österreicher im Bargut. Wann habe ich bitte das gemacht? Ich bin gerade in Portugal im Krieg. Das kommt jetzt unerwartet. Ach so. Ich habe mir gedacht, ich kann jetzt einfach mal Aragon angreifen, dass ich da einen Kriegsgrund habe. Das bricht dir schon wieder an, die scheiß Goldmine. Soeben hast du angegriffen. Hast du dir vielleicht zu hoch gedefft, dass er schon wieder einstürzt?
Ich habe die gar nicht weiterentwickelt. Das hat der Film irgendwie am Anfang total hochgedreht. Und ich habe da nie beobachtet. Lol, Kuba möchte das hier Unabhängigkeit unterstützen. Mal wieder. Was haben die da noch? Warum hat zur Hölle haben die Osmanen noch so viele Truppen? Was soll der Unsinn? Es sind die Osmanen. Ich weiß erstmal, wieso hat Portugal gerade so viele Truppen? Nicht, dass das ein Problem wäre, aber wieso haben die so viele Truppen? Es kommt natürlich wieder so scheiße drauf, ey. Ich werde vielleicht mal ein paar Staaten noch errichten. Ich habe ja noch ein bisschen Regierungslimit. Wo bleiben meine Vasallen? Kommen wieder nicht. Die machen Urlaub. Wieso hat denn die Chat... Was soll das denn jetzt für ein Unsinn? 100%? Warum? Warum hat der plötzlich 100% Freiheitsstreben? Was ist das denn für ein Unsinn? Was? Natürlich ein Event oder so? Nein, ich hab kein Event bekommen. Also ich bin's auf jeden Fall nicht, ich unterstütze die nicht. Nein, Polen-Litauen ist das. Ja, Tatsache. Swahili und Polen-Litauen unterstützen die Unabhängigkeit von Hedjas. Da fuck, warum? Wo kommt das her? Warum habe ich auf einmal 100% Freiheitsstreben? Weil eine große Nation ihre Unabhängigkeit unterstützt. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier? Ist nie so geil. Grundreserve von Portugal 6000. Ich hab die zu 74,3% integriert, die Pisser. Und jetzt ficken die rum. Ich glaube, es hackt so ein bisschen. Haben sie eine schlechte Meinung zu dir? Plus 200. Besser wird's nicht. Und Dekan unterstützt das jetzt auch noch. Ach, fickt euch doch. So. Ich würde sagen, am besten eine Armee abstellen, um sie zu befrieden. Was an mir abstellen, hä? Dass der Trupp mit der Hinterhand freilässt, um sie zu befrieden. Was soll ich freilassen, was? Truppen, Armee! Ja, ich bin gerade im Krieg mit meinem. Okay, Armee. Das war eine heftige. Ja.